Leute, es ist 5:10 Uhr. Ich bin vor 5 bis 10 Minuten aufgestanden, bin absolut kaputt noch. Ich habe den schlechtesten Schlafrhythmus aller Zeiten. Ich habe mich gerade noch ganz fix geduscht. Und jetzt jumpen wir auch schon ins Video und wir zocken nicht Call of Duty Warzone, sondern wir zocken den Mehrspieler. Nach jetzt genau 10 Videos. 10 Videos habe ich zum Warzone-Modus gemacht. Aber jetzt ist mal wieder ein bisschen Zeit für etwas Abwechslung. Wir spielen jetzt den normalen Multiplayer. Ich muss mal gucken, habe ich Black Ops 4 eigentlich noch installiert? Habe ich. Vielleicht jumpen wir auch noch mal in eine Runde Black Ops 4 in diesem Video. Oha, die Lobby sieht sogar sehr, sehr lecker aus. Vielleicht... Vielleicht aber auch nicht. Was habe ich mir aufgeschrieben? Corona, Morona. Leute, was geht ab? Ich habe darüber noch gar nicht gesprochen, mein Video. Och, jetzt kommen die nächsten. Ey, was ist denn das? Ich wollte darüber eigentlich auch nicht. Ja, die Lobby sieht wieder richtig scheiße jetzt aus. Besten Dank. Eigentlich nicht mal in Videos reden. Nicht, weil ich da irgendwas verhalte. Ich mich das was. Ja, er hat das eher alles in den Medien. Aber genau aus dem Grund wollte ich jetzt nicht auch noch euch wieder eine dreiminütige Ansprache machen. Leute, bleibt bitte zu Hause und so. Als wer es wirklich jetzt noch nicht verstanden hat. Der ist wirklich dämlich. Ich glaube, ich starte auch nicht. Ich höre die ganze Zeit so einen Timer. Was geht hier nicht los? Passiert hier noch was? Ich glaube, nicht gleich losgeht. Ich muss in diesen scheiß Monitor rein. Wir haben keine Zeit. Das Video muss heute noch online kommen. Ich höre Counter wieder und es geht nicht los. Schauen wir mal, ob jetzt überhaupt was passiert. Nee, passiert gar nichts. 12 Leute, ich höre Counter immer und dann hört es wieder auf. Jawollo, jetzt geht's auch los. Habt ihr dieses Meme damals gesehen, wo Corona so langsam angefangen hat auf Twitter, wo irgendwie so in Shisha-Bar Kollege 1 klopft gerade Kohle ab, sagt, was ist dieses Corona, Morona, alles Verschwörungstheorie, Geldmacherei und so. Ich habe mich damals auch noch absolut kaputt gelacht über diese Jokes und habe das auch nicht so für voll genommen, weil wir haben ja alles gesehen, wir haben irgendwie Ebola, wir haben Schweinegrippe, Vogelgrippe, Fahrradgrippe, wir hatten alles irgendwie gehabt und dann ist am Ende doch nicht wirklich was in Europa passiert und wir hatten keine Folgen davon und irgendwie, ja, war das für uns egoistisch gesehen relativ, auch generell für die ganze Welt war ja keine Pandemie oder irgendwelche anderen Sachen. Deshalb glaube ich, war auch so am Anfang Corona-mäßig, dass alle Leute gesagt haben, haha, was, what the fuck, Corona, der Typ hat scheiß Fledermaus gefressen, was ein Idiot, ich trinke das Bier, poste es jetzt auf Instagram, wie ich das Corona-Bier trinke, oh mein Gott, ich wäre so ausgerastet, hätte ich jetzt keinen Kill gemacht. Aber gut, ich will nicht weiter drüber reden, ihr wisst Bescheid, denke ich mal sowieso. Oh mein Gott! Oh. Komm her, deinem Armbrust. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Hey, Digga, von wo? Was ist, Digga? Ich werd so sauer gerade, ne? Es kann doch legit nicht sein. Kurz nachladen. Oh mein Gott. Holy shit, ich will jetzt einfach den Orbi haben. Einfach mal den Orbi klar machen, lecker Schmecker. Hier sind welche. Drohne raus, persönliches Radar raus. Hier oben ist einer am Gammeln. Morgen der Herr, natürlich kriege ich ihn nicht. Ey, sorry, dass ich gerade so salzig bin, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin einfach gerade irgendwie angepisst. Drohne raus, hinter uns. Ich komme noch gar nicht auf die schnelle Drop-Time klar irgendwie. Das ist gerade ganz komisch, Vitor, na besten Dank. Das ist gerade ganz komisches Feeling, so übertrieben schnell zu droppen. Aber irgendwie ist es gerade auch ganz lecker, finde ich. Ich schwör, nein. Nein. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, Warzone ist so ein Blessing. Leute, Warzone ist absolute Blessing. Kann mir keiner erzählen, was ist das hier für ein Krampf, ne?
Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Rage to Damascus, meine Damen und Herren. Kam jetzt 2 Wochen lang nicht. Ich habe es auch schon vorher angekündigt gehabt. Wenn Warzone, wenn ein Battle Royale kommt, werde ich das Ganze erstmal auf Eis legen. Und das haben wir gemacht und das werden wir auch noch weiterhin. Ich werde die Serie fortführen. Ich möchte die unbedingt beenden. Ich möchte unbedingt die Damaskus-Tarnung erreichen. Ich habe sehr viel Spaß an der Serie, aber erst... Oh mein Gott. Zu einem anderen Zeitpunkt. Da wir jetzt dafür keine Zeit haben, ich habe dafür keine Nerven. Ich habe sehr viel Spaß am Format und will das nicht einfach so hinrotzen. Könnt ihr, denke ich mal, verstehen. Und erst dann nicht. Nein. Komm, lass mich den Orbi. Alter, es ist wirklich weird mit der Time to Drop. Drop to Time, Kill to Time. Yo. Das so am Heulen gerade. What the fuck? Ich war gar nicht bereit für den Multiplayer. Alter, ich war gar nicht bereit. Oh mein Gott, Alter. Oh no, Bro, was, du bist auch nicht so ganz bereit, wa? Das merke ich schon. Dead Silence an, hier hinten kommt einer. Noch einer, glaube ich. Noch einer, nein. Alter. Alter, immer dieses Instant, komplett One-Shot und da oben wichsen sie dann an um. Wichs mich weg. Wichs mich weg, Bro, Alter. Wichs mich weg. Ich kann nichts machen, du Sohn. Ich war nicht bereit für die Scheiße. Ich hätte vielleicht noch ein paar Tage warten sollen. Oh mein Gott, ja, eigentlich ab. Jo, ich dachte, ich hätte einen Stun. Yo. Komm, schluck mein C4. Jo, Hitmarker. Oh. Holy shit. Hier läuft einer. Oh nein, noch einer. Oh, ich muss nachladen. Komm, gib mir doch bitte den Orbi, lieber Gott im Himmel. Kann nicht so schwer sein. Nice. Das macht aber auch schon Spaß. Also anders. Aber das Gun-Feeling in dem Game ist schon wirklich... Ah! Lol, wie weird ist das Movement? Hä? Wenn ich springe und so, man springt übel weit. Man ist richtig schnell. Die Waffen haben null Rückstoß. Hä? Hä? Ich hab übrigens, ne, nochmal so am Rande, ich hab die größte Lobby gefunden. Alle spielen halt diese VMP, die so megamäßig OP ist. Ich hab die halt leider gar nicht. Holy shit. Das ist die schlimmste Lobby wieder mal. Die allerschlimmste Lobby haben sie mir gedrückt. X-Krypton, ey. Meine Fresse. Lol, Alter. Oh mein Gott, nein. Ich vergesse auch die ganze Zeit, dass man sich selber heilen muss in dem Spiel. Ich will die ganze Zeit meine Stim noch aufsparen, wenn es noch nicht so notwendig ist. Geschützt holt mich. Ja, krass. Aber es ist mal cool, was anderes zu spielen. Ich hatte ja mal sogar überlegt gehabt, so eine Retro-COD-Woche zu machen, wo ich 7 Tage am Stück ein Video hochlade und 7 Tage ein anderes Oldschool-COD. Leute, was macht ihr eigentlich zurzeit den ganzen Tag? Ich bin wirklich durchgehend... Ja, es ist ein schlimmes Spiel! Leute, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ich bin gerade am Videos hustlen wie ein Verrückter über die Corona-Zeit. Scharfschützen ist Treasure. Ja. Habt ihr Homeoffice? Habt ihr frei? Zockt ihr den ganzen Tag? Schaut ihr Netflix? Oder was treibt ihr so? Würde mich mal wirklich interessieren. Ja. Bin so sauer gerade. Ne? Ich bin gerade richtig sauer, dass ich nach so vielen Tagen, Wochen und Monaten spiele ich mal wieder Black Ops 4, weil ich dachte, Leute hätten bestimmt auch mal Bock drauf. Und ich bekomme die größte mit Prestige-Mastern, die seit Release nichts anderes machen, als hier mit VMP rumzusweaten, um mir jetzt hier die Fullstreaks zu drücken. Das kann es doch nicht sein. Ach, Leute. Leute. Konterdrohne, Drohne, ja, Manuel, ja! Alter, dieser Drecksköter, Alter, verzieh dich, mach dich weg, ey. Holy shit, ne? Oh mein Gott. Ey. Ich hab's nicht vermisst, Leute.
Also jeder soll das zocken, was er machen möchte, aber ich hab's nicht vermisst. Ich hab's wirklich nicht vermisst. Zum Release, zum Zeitpunkt, wo das Spiel draußen war, fand ich's ganz cool. Aber jetzt kann es mir eine kauen. Corner Drohne, Drohne, nice. Scharfschützennest, nice. Okay. Platz vor Wut gerade. Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Stay safe, stay home. Macht das Beste aus der Zeit. Bleibt gesund. Ich wünsche euch nur das Beste. Der Videogang wird auf jeden Fall weitergehen. Ich werde die Videos weiter in dieser Phase für euch rausbauen. Ich hoffe, euch gefällt. Ich bin jetzt raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.